Ich heiße Lena, bin 8 Jahre alt und wohne in Klagenfurt. Mein Opa lebt im ältesten Haus von Hainburg. Der Landpfleger hat hier einmal gewohnt. Deswegen sagt man auch Pfleghaus zu diesem mehreren hundert Jahren alten Haus. Mein Opa lebt seit 30 Jahren hier. Er ist Künstler und hatte die Idee, einen Film über Menschen im Umkreis von 500 Metern zu machen. Sie alle haben ihre eigene Geschichte und erzählt aus ihrem Leben. Der Film heißt 500 Meter Luftlinie. Am Fuße der Heunburg in Unterkärnten liegt das 500 Jahre alte Pfleghaus zu Heunburg. Es ist im Besitz der Familie Helldorf, einem meißnischen Uradelsgeschlecht. Seit 1991 betreibt Edwin Wiegele hier eine Galerie, in der er die Werke renommierter Künstler ausstellt. Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Ich sehe die Harmonika unter dem Weihnachtsbaum, noch beim Elternhaus unten. Ja, für mich ist der Stern runtergefallen. Wenn ich einmal so draußen bin, dann muss ich denken, aha, jetzt kann ich nicht mehr raus, jetzt muss ich da vorne diese Töne finden, damit ich zurückkomme. Wir sind alle Blätter an einem Baum, keins dem anderen ähnlich, das eine symmetrisch, das andere nicht. Und doch alle gleich wichtig dem Ganzen. Ich bin bei der Haustür und ich muss raus. Hat's mir die Haxen weggerissen, bin ich gelegen durch. So wie ein Hühner Fock. Es ist ja auch Teil vom Haus. Das ist ja blau, oder? Nein. Also vom anderen Haus? Das ist vom Nachbar, ja. Okay, vom Nachbar. Haben Sie zu den Nachbarn da viel Kontakt oder? Wenig. Meine Schwester? Meine Schwester. Ja, das okay. Gibt es halt oft einmal Reibereien, so wie die Rolle ist. Ne? Ja, es hat oft eine Meinungsverschiedenheit, was nicht passt. Das ist deswegen ist es auch von der Form her schön abgegrenzt. Sagt man so, ja? Ja. Wie rauche ich noch immer? Wie viel rauchst du? Ja, halbe Schachtel. Mittlerweile ist unsere neue Siedlung da unten, Sonnenweg 2, ja, eigentlich extrem gut beleuchtet schon. Also, und ich freue mich immer wieder, wenn einer dazukommt oder ein bisschen was mehr macht. Und man sieht, es wird jedes Jahr mehr. Was ein Mensch in seiner Kindheit aus der Luft der Zeit in sein Blut genommen, bleibt unausscheidbar. Ich bin im Krankenhaus munter und denke, was traue ich für einen Blödsinn? Wo bin ich da? Mir schaut ein Inder an. Muss ich mir vorstellen, ja. Dann mache ich die Augen zu und dann mache ich die Augen wieder auf. Bah, der Inder steht noch immer da. Die ganzen Finger gebrochen. Und trotzdem spiele ich so live jetzt mit der Harmonika wieder. Thank you.
Weil er war ein lieber Mensch. Und ich war ein schöner, schöner Junge. Wenn du an mich denkst, erinnere dich an die Stunde, in welcher du mich am liebsten hattest. Was es auch Großes und Unsterbliches zu erstreben gibt, dem Mitmenschen Freude zu machen, ist doch das Beste, was man auf der Welt tun kann. Die Heuenburg wurde im 11. Jahrhundert von den Grafen von Heuenburg als neuer Stammsitz erbaut. Ich mag an dem Beruf, dass ich wahnsinnig viele Leute kennenlerne. Der Arbeitsplatz wechselt relativ oft und das heißt, man wird relativ oft mit vielen Menschen, man wird zusammengeworfen und man muss ein paar Wochen ganz intensiv miteinander verbringen und das mag ich gern. Man sieht die Blumen welken und die Blätter fallen. Aber man sieht auch Früchte reifen und neue Knospen keimen. Das Leben gehört den Lebendigen an und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. Es ist dieser Wunsch nach Liebe, der Wunsch nach Harmonie, nach Geborgenheit, nach Zweisamkeit. Und das habe ich natürlich in meinen Liedern immer wieder versucht hineinzubringen. Lass dich fallen in ein Meer. Und wenn du mich mal loslässt, werde ich von dir träumen.